Enver Şimşek, Abdurrahim Özedoğru, Süleyman Taşköprü, Abi Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşa, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaschik, Halit Yozgat, Michael Kiesewetter. 10 Namen, 10 Menschen, 10 Leben, 10 Tote. Rund 70 Menschen haben sich heute zu einer Kundgebung vor dem Theater am Goetheplatz eingefunden. Sie warten gemeinsam auf die Urteilsverkündung im NSU-Prozess. Sie glauben, dass viel vertuscht wurde. Der NSU war nicht zu dritt. Staatliche Unterstützung und staatliche Verwicklung in diesen ganzen Komplex müssen umfassend und umfangreich aufgeklärt werden. Sonst wird es keinen Frieden und keine Gerechtigkeit geben. Das Urteil kommt um kurz nach 10. Lebenslang für Beate Zschäpe und Haftstrafen für die 4 anderen Angeklagten. Für türkisch- und kurdischstämmige Bremer Politiker ist jedoch noch vieles unklar. Was war die Rolle des Verfassungsschutzes, des Bundes, der Länder? Das sind sehr, sehr viele Fragen, die offen geblieben sind. Und es ist auch so, dass viele Menschen, mit denen ich auch heute telefoniert habe, enttäuscht sind. Da muss man jetzt in die Ermittlungen weiter ansetzen, weitere Gerichtsverfahren anstrengen, um diesem gesamten Komplex, was das Vertrauen in die Sicherheitsorgane und in den Staat anbelangt, aufrechtzuerhalten. Wenn das nicht gelingt, dann wird man bei der türkischen Community nicht weiter durchkommen. Und auch unter normalen Bremern war das Prozessende heute Gesprächsthema. Ich habe den Prozess so wahrgenommen, dass ich das als gerecht empfinde. Das ist auch für die Angehörigen gut, dass sie nie wieder rauskommt. Denn das kann sie nie wieder im Leben gut machen, was da passiert ist. Das kann nicht angehen, dass sie gar nichts davon gewusst hat. Das hat sie immer nur vorgegeben. Und das meiste ist nicht aufgeklärt, da sind bestimmt noch Hintermänner. Zschäpes Anwalt hat Revision angekündigt. Bremer Juristen diskutieren den Prozess kontrovers. Ja, das Verfahren, der Sachverhalt machte ja einen unglaublich komplexen Eindruck. Und das schlägt sich mit Sicherheit auch gerade jetzt in dieser Länge und dieser Vielzahl an Hauptverhandlungstagen nieder. Ja, mein Eindruck ist, dass sich das Gericht da übernommen hat im Grunde. Man hätte das Verfahren von vornherein beschränken müssen. Insgesamt halte ich den Prozess für außerordentlich wichtig. Und von daher muss man auch die Länge in Kauf nehmen. Der Vorsitzende ist zu bewundern, wie er über 5 Jahre diesen Riesenprozess zusammengehalten hat und richtig gesteuert hat. Also von daher großen Respekt. Für die Aktivisten ist das heutige Urteil jedoch wenig befriedigend. Wir wollen auch weiterhin wissen, wie die staatlichen Verstrickungen in das NSU-Netzwerk aussahen. Wir wollen auch weiterhin wissen, wie groß dieses Netzwerk war und wie das funktioniert hat. Wir fordern auch weiterhin ein, dass die Perspektiven der Opfer und Betroffenen ernst genommen werden und ihre Forderungen im Mittelpunkt stehen. Sie hoffen jetzt, dass insbesondere die Rolle des Verfassungsschutzes aufgearbeitet wird.